Von allen Seiten umgibst du mich, ich bin ganz in deiner Hand. Dass du mich so durch und durch kennst, das übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht fassen. Wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du mich nicht siehst? Mit dem Psalmwort vom David begrüße ich Sie ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst da in der Kirche zu Langnau oder zuhause am Bildschirm. Ebenfalls herzlich willkommen heißen möchte ich eine Delegation von der Jungschi Bärau, die heute auch dabei ist, und das Quartett vom Kirchenchor Langnau. Stellen Sie sich vor, Sie werden verfolgt. Jemand möchte Sie total überwachen und wartet nur darauf, dass Sie einen Fehler macht und sich fertig machen kann. Der Grund, zum Beispiel, weil Sie den falschen Glauben haben. Oder jemand möchte Sie vertreiben, weil Sie zu der falschen Volksgruppe gehören. Wie schrecklich wäre da der Gedanke, dass jemand einem überall hin verfolgt. Dann hätte das Psalmwort von David ganz eine andere Bedeutung. Von allen Seiten umgibst du mich, ich bin ganz in deiner Hand. Wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du mich nicht siehst? Heute, am Flüchtlingssonntag, möchten wir uns daran erinnern, dass es Menschen gibt, die von ihren Verfolgern flüchten müssen. Viele nehmen grosse Distanzen und auch Gefahren auf sich, um in Sicherheit leben können. Zum Glück ist der Psalm an Gott gerichtet, der es gut meint mit uns. Der David weiss, dass es einen Gott gibt, der jedes Leiden auf der Welt sieht. Keine Angst und kein Kriegstrauma sind ihm verborgen. Es ist aber auch ein Gott, wo alle unsere Sorgen sieht, ob sie klein oder gross sind. Was auch immer uns bedrückt oder wo wir noch keinen Frieden haben, Gott ist uns näher und wir dürfen uns Gott nähern. Das möchten wir jetzt machen. Wir beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns von allen Seiten umgibst mit deiner schützenden Hand. Wo wir gerade stehen in unserem Leben, du siehst uns. Dir ist nichts verborgen. Dir ist nichts egal. Keine Not, kein Schicksal ist dir gleichgültig. Bitte führ du die Menschen ins Licht, die in Dunkelheit leben. Schenk du Freude und Frieden, wo Angst ist. Wir danken dir, dass wir in einem Land leben dürfen, ja, wo Frieden ist, wo wir uns nicht verstecken müssen, wenn wir Gottesdienst feiern. Und doch haben auch wir manchmal Sorgen. Darum bitten wir dich, berühr du unsere Herzen, damit wir dir ganz vertrauen können. Bitte heile unsere Verletzungen und heb auf, was uns trennt von dir. Hilf uns, dass wir fähig sein können, Menschen mit deinen Augen zu sehen. Und dass uns die Not der anderen, dass sie uns berührt. Amen. Mit den Liedern ist es so, dass wir aus Sicherheitsgründen immer noch auf den Gemeindegesang verzichten. Aber ein Quartett vom Kirchenchor singt für uns die Lieder vor. Und wenn Sie möchten, dürfen Sie natürlich gern mitsummen. Und wenn Sie zuhause ein Kirchengesangbuch haben und gern möchten mitsingen, dürfen Sie das natürlich. Die Lieder sind vorne angeschlagen. Das erste Lied ist das Lied 125. Liebster Jesu, wir sind hier.
Wir freuen uns, dass wir heute von der Jungschar Berau dürfen hier im Gottesdienst teilnehmen. Mein Name ist Andrea Eckimann, ich bin die Hauptleiterin der Jungschar Berau. Da wir heute aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation und aufgrund dessen, dass viel wieder neu muss gestartet und neu muss organisiert werden, eine kleinere Delegation sein, werde ich euch dann mit ein paar Bildchen Einblick halten, damit ihr auch seht, wer wir überhaupt sind. Kurz vorab, wir sind eine Gruppe von Kindern. Und eine Gruppe von Kindern heisst in letzter Zeit etwa 15 bis 20 Teilnehmer und Teilnehmerinnen ab der ersten Klasse, die regelmässig unser Jungschar-Programm besuchen und eine Handvoll Leiter, die heute Morgen da sind. Und unser Hauptanliegen, unser Ziel ist es eigentlich, biblische Geschichten können zu erleben, Gemeinschaft können zu haben, kreativ und aktiv können zu sein. Und das kann zum Beispiel durch das passieren, dass wir gerade selber in der Bibel forschen, Geschichten lesen und Fragen dazu beantworten. Kannst du das nächste Bild zeigen? Es kann auch eher auf die spielerische Art und Weise stattfinden, durch kleine Wettkämpfe oder wie man sieht auf diesem Bild, durch Kreativität. Die Bilder, die kleineren, sind beide aus einem Lager, wo man wirklich auch ein bisschen handwerklich können, kreativ werden konnte und die eigenen Ideen dort umsetzen. Singen ist auch ein wichtiger Punkt, wenn man dann wieder darf. Ab und zu können so ein bisschen besondere, erlebnisorientierte Aktivitäten sein, die wir durchführen. Hier war es ein Nachmittag, wo die Kinder passend zur Geschichte haben müssen, ihr ein Zvieri fischen. Oder auch einfach durch das, dass wir Geschichten, Erlebnisse nachher oder gerade mitspielen. Für uns ganz wichtig ist, zu draussen sein, im Wald, in der Natur, in der Schöpfung. Das kann ab und zu auch ein bisschen wild und dreckig zu und her gehen. Ein grosser Teil des Programms findet wirklich draussen statt, auch bei jedem Wetter. Hier sind so wieder zwei Bildchen aus dem Lager. Einerseits geht es darum, den Tierspuren ein bisschen auf die Spur zu gehen und das andere nebenan, dort haben wir es im Tarnen probiert. Da auch dazugehören kann Feuer machen, kochen oder backen über dem Feuer, im Feuer verweilen, auch ein wichtiger Punkt. Spiele im Wald oder auch mal ein bisschen wirklich Handanlegen im Wald, hätte ich bald gesagt, dass wir im Hütten bauen oder ein Waldspiel machen, das sind etwa auch Sachen, die dazugehören können. Etwas suchen und hoffentlich auch finden, wie man es auf diesem Bild sieht, mit Hilfe von Karten und eben dann auch wirklich auch den Schatz können zu bergen. Das können auch so Programminhalte sein. Ein Teil, der zur Jungschi gehören kann, sind Aktivitäten mit Seil. Hier haben wir eine Geschichte gehört, wo ein Mann zum Fenster rausgefallen ist. Bei uns haben wir es dann zum Glück ein bisschen mit einer gesicherten Variante nachgespielt und haben eben hier vom Balkon aus abgeseilt, passend zur Geschichte. Und allgemein kann man, glaube ich, sagen, dass es ihr Jungschi farbig und häufig auch lustig und fröhlich zu und her geht. Jetzt lade ich euch ein, die Geschichte von Rahaf und von Hassan zu hören. Die Geschichte wird von Elena Lichti gelesen. Sie ist eine Jungschärlerin, die heute da ist. Und die Bilder, die ihr dazu seht, haben die Kinder gestern Nachmittag in der Jungschi gezeichnet. Viel Vergnügen. Dies ist die Geschichte von Rahab und ihrem Bruder Hassan. Rahab und Hassan wohnen mit Mama und Papa in einem kleinen Ort in der Schweiz und natürlich wohnen auch ihre beiden kleinen Schwestern Amal und Haya da. Früher haben Rahab und Hassan in einer anderen Stadt gewohnt. Die Stadt heißt Homs und liegt in einem anderen Land, das Syrien heißt. In Homs fanden Rahab und Hassan es schön. Rahab hat am liebsten mit ihrer Cousine Aicha gespielt. Aicha war genauso alt wie Rahab. Manchmal haben Rahab und Aicha mit ihren Teddybären gespielt. Rahabs Lieblingsteddybär hieß Lula. Mit den anderen Cousins und Cousinen haben Rahab und Hassan oft Verstecken gespielt.
auf der Straße. Das ging natürlich immer nur, bis die Flugzeuge kamen. Dann sind alle Kinder ganz schnell ins Haus gerannt. Immer wieder sind die Flugzeuge mit den Bomben gekommen, immer wieder. Und immer wieder haben die Männer auch in den Straßen gekämpft, mit Panzern und mit Gewehren. Das hat alles Schöne kaputt gemacht und Rahaf und Hassan hatten Angst. Wir gehen in ein anderes Land, hat Papa eines Tages zu Rahaf und Hassan gesagt. Ich möchte ein friedliches Leben für meine Kinder, in dem wir alle nicht immer Angst haben müssen. Ein friedliches Leben fanden Rahaf und Hassan gut, aber weggehen fanden sie nicht gut. Und Aicha, hat Rahaf gefragt, kommt meine Cousine Aicha auch mit in das andere Land? Aber Papa hat gesagt, dass Aicha nicht mitkommt. Keiner von den anderen im Haus, keiner von den Onkeln und Tanten, den Cousins und Cousinen und Oma und Opa auch nicht. Dann will ich da nicht hin, hat Hassan gebrüllt. Dann will ich hier bleiben. Aber es hat nichts genützt. Mama und Papa haben ihre Koffer gepackt und Rahaf und Hassan ihre Rucksäcke. Rahaf hat auch ihren Lieblingsteddybär Lula eingepackt. Ohne Lula wollte sie nicht in ein fremdes Land. Zuerst sind sie mit dem Flugzeug bis nach Ägypten geflogen. In Ägypten sind sie auf ein Schiff gestiegen. Das Schiff sah sehr klein aus und sehr alt. Keine Sorge, hat Papa gesagt. Das Schiff ist sicher. Da haben Rahaf und Hassan keine Angst mehr gehabt, weil sie ja wussten, dass Papa sich auskennt. Gebt mir eure Rucksäcke, hat ein Schleuser gesagt, als Rahaf und Hassan an Bord gehen wollten. Wir tragen das Gepäck hinterher an Bord, zuerst die Menschen. Keine Sorge, auf dem Schiff kriegt ihr eure Rucksäcke wieder, hat Papa gesagt. Rahaf hat gedacht, dass Lula nun ganz allein im Dunkeln in ihrem Rucksack ist. Da hat sie ihr leid getan. Mir ist kalt, hat Rahaf gesagt, als es dunkel wurde. In der Nacht auf dem Meer hat nämlich ein kalter Wind geweht. Ich möchte bitte meine Jacke haben, die ist im Rucksack. Papa ist losgegangen, um ihren Rucksack zu suchen. Aber Rahafs Rucksack war nicht da und Hassans Rucksack auch nicht. Mamas und Papas Koffer waren auch nicht an Bord und Papas große Tasche mit dem Geld und den Papieren auch nicht. Die Schleuser hatten das ganze Gepäck in Ägypten gelassen. So war mehr Platz auf dem Schiff und mehr Menschen. Da konnten die Schleuser mehr Fahrgeld kassieren. Und das Gepäck hatten sie auch noch geklaut. Das wollten sie verkaufen und noch mehr verdienen. Rahaf und Hassan haben die 8 Nächte auf dem Schiff nicht gut geschlafen. Das Schiff hat so fürchterlich geschwankt und es war kalt und sie hatten Hunger. Dann sind sie endlich in Italien angekommen. Rahaf und Hassan waren froh, dass sie von Bord gehen konnten und dass sie nicht ertrunken waren. Rahaf und Hassan wissen nicht mehr, mit wie vielen Zügen sie dann gefahren sind. Zuerst waren sie in Italien. Jetzt fahren wir in die Schweiz, hat Papa auf einmal gesagt. Aber pst, wir haben keine Fahrkarten. So viel Geld hatte ich nicht mehr in der Hosentasche. Zuerst sind sie in ein großes Haus gekommen. Da mussten Mama und Papa ganz viel erklären, warum sie gekommen waren und warum sie keine Papiere hatten. Nach 3 Monaten mussten sie wieder weiterziehen. Rahaf und Hassan wollten nicht schon wieder woanders hin. Doch ein Mann hat sie in einem Bus zu ihrem neuen Zuhause gefahren. Ihr neues Zuhause, hat der Mann gesagt. Da haben Rahaf und Hassan sich gefreut. Und dann war das neue Zuhause doch kein Zuhause. Ein Container war es. Eines Tages hat der Mann gesagt, dass Rahaf und Hassan in die Schule gehen müssen. In der Schule hat eine Frau Rahaf in ihre neue Klasse gebracht. Die Frau war Rahafs neue Lehrerin. In der Pause sind einige Mädchen zu Rahaf gekommen und haben sie ganz viel gefragt. Die Mädchen waren nett, das konnte Rahaf sehen, aber mit den Mädchen reden konnte Rahaf nicht. Da sind sie in der nächsten Pause nicht gekommen. Am nächsten Tag ist schon vor der ersten Stunde ein Mädchen zu Rahaf gekommen und hat auf dem Stuhl neben sich gezeigt. Da hat Rahaf sich hingesetzt. Das Mädchen hat mit dem Finger auf sich gezeigt. Ich heiße Emma, hat das Mädchen gesagt. Da hat Rahaf verstanden. Rahaf, hat sie gesagt. Dank Emma hat Rahaf an einem einzigen Tag ganz viele Wörter gelernt.
An diesem Tag hat sie sich schon viel besser gefühlt, als die Schule zu Ende war. Emma hat Rahaf auch am nächsten Tag wieder Wörter gesagt. Und in der Pause hat sie Rahaf an der Hand gefasst und ist mit ihr zu den anderen auf den Pausenhof gegangen und Rahaf hat mitgespielt. Zum Spielen muss man nicht Deutsch können. Jetzt ist Rahaf schon fast 2 Jahre in Deutschland. Und Emma ist jetzt ihre beste Freundin, so wie Aicha, zu Hause in Homs. Manchmal denkt Rahaf noch an ihren Teddybär, Lula, und an Oma und Opa und die Onkel und Tanten und alle Cousins und Cousinen. Dann hat Rahaf Heimweh. Aber bestimmt geht es eines Tages vorbei und bestimmt bekommen sie eines Tages auch eine schöne Wohnung. Bestimmt. Vielen Dank, Elena, für diese berührende Geschichte. Danke, Andrea, fürs Vorstellen der Jungschi Bärau. Und der Jungschi natürlich für die Zeichnungen, die sie gemacht haben. Die Zeichnungen sind ja etwas sehr Persönliches. Vor allem Kinder bringen auf diese Art und Weise gern zum Ausdruck, was sie beschäftigen. Im Zusammenhang mit dem heutigen Sonntag habe ich an Zeichnungen denken von syrischen Flüchtlingskindern, die ich gesehen habe. Vor 6 Jahren durfte ich auf Jordanien reisen. Als ich im Norden, so Richtung Syrien gegangen bin, dort hat jemand mir Zeichnungen von diesen syrischen Flüchtlingskindern gezeigt. Die Zeichnungen haben etwas erahnen lassen von diesen Grausamkeiten, die sie erleben mussten. Ein Bild hat mich besonders beeindruckt. Es war das Bild von Salima. Links unten hat sie fröhliche, bunte Farben 4 Menschen gezeichnet. 2 Taschen stehen auf dem Boden. Das ist die Familie von Salima. Bereit oder wohl eher noch nicht bereit zum Weggehen. Jemand von der Familie hat die Mauerlecke nach oben und Tränen im Gesicht. Vielleicht Salima selber. Von rechts kommen 3 Männer auf sie zu. Ihre Kleider haben alle die gleiche Farbe. Auf dem Kopf tragen sie Helm, sind Soldaten. Alle haben ein Lachen im Gesicht. Und hinter den 3 Soldaten folgt ein Panzer. Weit oben, man kann es auf der Leinwand nicht gut sehen, aber oben im Himmel strahlt hinter den Wolken die Sonne führen. Salima und ihre Familie mussten aus ihrer Stadt flüchten, wo die Gefahr zu gross wurde. Sie sind durch die Wüste geflüchtet. Gegen den Abend sind sie in eine Schlucht gekommen. In der Nacht hat es dann so stark geregnet, dass alle ihre Sachen, die sie dabei hatten, weggeschwemmt hat. Auch die Schwester von der Salima hat es weggeschwemmt. Sie war nur ein Baby. Wo sie das Kind wiedergefunden haben, ist es oben auf dem Wasser drauf geschwommen und es hat noch gelebt. Und seither berichtet Salima von Gottes Güte, wie nah er ihnen an diesem Tag war. Ich lese euch aus dem Psalm 70, Strophe 2 bis 6. Ein Lied von David. Gott, ich bitte dich, rette mich, komm mir schnell zu Hilfe. Wer mir nach dem Leben trachtet, der soll scheitern und öffentlich bloßgestellt werden. Wer sich über mein Unglück hämisch freut, den jage mit Schimpf und Schande davon. Alle, die schadenfroh lästern, haha, das geschieht dir recht, sollen kleinlaut davonschleichen wegen ihrer selbstverschuldeten Schande.
Aber alle, die nach dir fragen, sollen vor Freude jubeln. Wer dich als Retter kennt und liebt, soll immer wieder rufen, Gott ist groß. Ich bin hilflos und ganz auf dich angewiesen. Gott, sorge für mich, denn du bist mein Helfer und Befreier. Komm rasch zu mir, Herr, zögere nicht länger. Ja, es gibt in der Welt zahlreiche Lebensgeschichten von Menschen, die haben müssen flüchten. Haben Sie gewusst, dass auch die Bibel voller Geschichten ist von Menschen, die geflüchtet sind? Zum Beispiel Abraham und Sarah sind nach Ägypten gereist, wo eine Hungersnot gekommen ist. Hagar und ihr Bub, der Ismael, sind von der Sarah vertrieben worden und haben müssen in die Wüste flüchten. Der Josef ist von seinen Brüdern an midianitische Kaufleute verkauft worden. Später dann haben sie ihn weiterverkauft an die Ismailiter und so ist er auf Ägypten verschleppt worden. Oder das Volk Israel, das nach Babylonien verschleppt worden ist und weg hat müssen sie von der Heimat. Sogar Jesus ist als kleiner Bub mit den Eltern auf Ägypten geflüchtet vor dem König Herodes. Und zahlreich sind Berichte, wo die ersten Christen wegen dem Glauben vertrieben und zerstreut worden sind. Solche Beispiele gibt es noch mehr in der Bibel. In all dem wird deutlich, dass der Gott in der Bibel auch ein Herz für Flüchtlinge hat. Er möchte ihnen begegnen und sie brauchen. Ich möchte heute über einen Mann reden, den Gott auch hat wollen brauchen. Auch er ist geflüchtet. Aber er ist geflüchtet, gerade weil Gott ihn hat wollen brauchen. Man hört das Wort aus dem Propheten Jona, Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn von Amittai. Er sagte zu ihm, geh nach Ninive,
der großen Stadt und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarschisch in Spanien fliehen, um dem Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jaffo, fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein. Da schickte der Herr einen Sturm aufs Meer, der war so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Die Geschichte von Jona ist ein Drama. Im ersten Akt ruft Gott seinen Prophet, damit er auf Ninive geht und die Leute dort zur Umkehr aufruft, dass sie umkehrt von dem falschen Weg. Aber der Jona flüchtet. Während viele Menschen vor Krieg flüchten, flüchtet der Jona vor Gott, einem Friedenfürst. Irgendwie ein Paradox. Warum macht er das? Der Jona ist nach Jaffo geflüchtet. Jaffo geht auf das hebräische Wort für schön, schön sein, zurück. Der Jona flüchtet in die entgegengesetzte Richtung, weg von Gott, in die Richtung, wo es schön ist. Auf der anderen Seite, da wäre der Auftrag von Gott, der, den er als unschön, als belastend erlebt. Es sagt sich so schnell: Gott, bitte brauch mich für deine Pläne. Ich lasse mich von dir führen. Gern möchte ich Gottes Stimme hören. Aber bin ich bereit, auf Gott zu hören? Bin ich bereit, ihm zu folgen? Wie habe ich das letzte Mal reagiert, wo Gott mir einen unangenehmen Auftrag erteilt hat, wo ich einem Freund sagen musste, dass er in die falsche Richtung läuft und mit seinem Verhalten sich schadet? Oder wo mich jemand aufgeregt hat und Gottes leisliche Stimme hat mir gesagt, jetzt hock aufs Maul oder sag etwas Liebes. Ob ich es will oder nicht, der Jona ist mir gar nicht so fremd. Und plötzlich kann ich erahnen, wieso der Jona vor dem anstrengenden Auftrag weggerannt ist. Der Ruf von Gott kann auch zur Last werden. Gott fordert auch uns auf, den Weg von der Berufung zu gehen und nicht den Weg, der uns einfacher scheint. Die Jona-Geschichte malt uns deutlich vor Augen, dass auch Menschen in einem sicheren Land Flüchtlinge sein können. Auch wir können auf der Flucht sein. Nicht vor Krieg, aber vor Gott. Und zwar immer dann, wenn wir Gottes Willen erkennen, aber dann doch das andere machen. Wenn wir gegen unser Gewissen handeln, wo uns sagt, was eigentlich gut wäre. Wenn wir den einfacheren Weg gehen, anstatt den richtigen durchzuheben. In der Beziehung mit Gott ist es irgendwie ähnlich, wie wenn wir auf einen Wettkampf hin trainieren. Wer gewinnen will, braucht Durchhaltevermögen. Disziplin bedeutet viel Schweiß und Muskelkater. Wie beim Training sind wir auch im Glauben herausgefordert, den angenehmeren Weg nicht zu gehen und einfach nur schönes Wetter zu geniessen. Wenn die pubertierenden Kinder nervend und frech sind, da ist es einfacher, in die Arbeit zu flüchten. Wenn sich Schwierigkeiten zeigen in der Beziehung, ist es einfacher, das Problem ihren Lauf zu lassen. Es ist einfacher zu sagen, ich schmeiße den Battle hin und künde frisch los, als die intensive Phase und einen undankbaren Chef auszuhalten. Aber wer davor läuft, hat auch keine Aufstiegschance. Es braucht mehr Courage, einer Freundin zu sagen, dass sie sich mit ihrem Verhalten zugrunde richtet, als einfach wegzuschauen. Und in der Beziehung zu Gott ist es einfacher zu sagen, ja, Gott hat mein Gebet niederhört, da höre ich halt auf zu beten. Der Weg vom Kompromiss ist einfacher. Das steht zwar in der Bibel,
Aber Gott kann ja nicht so streng sein. Jesus treu bleiben ist nicht immer einfach. Aber Jesus sagt sogar, wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Wir sind also täglich herausgefordert, den Weg zu gehen, den Gott für uns bereit hat. Und den einfach erscheinenden Weg abzulehnen. Der Jonah hat sich vorgestellt, wie er ab dem schönen Hafen sanft übers Meer weggleitet. Weg vom steinigen Weg auf Ninive. Aber er hat einen höheren Preis gezahlt für den vermeintlich schöneren Weg. Als er den Fahrpreis gezahlt hat, hat er vielleicht noch gedacht, der Preis ist ja nicht so hoch. Aber dann hat ein Sturm ihn eingeholt und hat ihn wachgerüttelt. Und plötzlich war da die Frage der Schuld gewesen. Und der Jonah hat müssen zugeben, der Schiffsmannschaft, dass er schuldig ist an den Turbulenzen. Wenn wir vor dem flüchten, wo in Gottes Augen richtig ist, dürfen wir nicht überrascht sein, wenn uns Stürme einholen. Auch wir zahlen einen höheren Preis, wenn wir vor Gott flüchten. Wer aufgibt, flüchtet nicht nur vor Gott, sondern auch vor dem, was Gott uns schenken möchte. Der Weg von Gott mag manchmal steinig sein, aber er schenkt Erfüllung, wenn wir durchhalten. Viele Menschen haben Narben, weil sie aufgegeben haben und dann von Stürmen überrascht worden sind. Vielfach leiden wir doch an zerbrochenen Beziehungen. Vielleicht wünschen wir, wir hätten mehr in unsere Beziehung zum Ehepartner investiert oder mehr Zeit mit dem Kind verbracht. Andere denken vielleicht, hätte ich doch die Lehre damals nur durchgezogen. Hätte ich vielleicht die Finger von der Droge gelassen, dann müsste ich heute jetzt nicht von Gelegenheitsjobs leben. Oder wieder andere haben ein schlechtes Gewissen, weil sie ihrer Freundin ehrlich hätten sollen sagen, dass sie die falsche Richtung läuft. Vielleicht wäre dann die Freundschaft nicht verbrochen. Einige leiden vielleicht sogar, weil sie Beziehung zu Jesus aufgegeben haben. Wo würden sie im Nachhinein lieber nicht aufgeben haben? Das Vergangene können wir nicht rückgängig machen. Aber wenn wir vorher schauen, dann gibt es eine Hoffnung. Auch wenn wir da und dort vor Gott geflüchtet sind, dann gibt es eine gute Nachricht. Und die ist, dass Gott uns nicht aufgibt. Auch wenn wir versagt haben, haben wir mit Gott eine Zukunft. Im zweiten Akt der Geschichte rettet Gott den Jonah mit einem Fisch vor dem Vertrinken. Er hat ihm eine neue Chance gegeben, den Auftrag doch noch auszuführen. Wo auch immer sie vor Gott geflüchtet sind, Gott gibt eine neue Chance. Sie dürfen umkehren zu Gott. Jesus Christus ist Gott sogar persönlich auf die Welt gekommen, zum Verlorenen zu suchen. Und verloren sind alle, die es nicht schaffen, perfekt zu sein. Wer schafft das schon? Aber genau darum ist Jesus auf die Welt gekommen. Zerbrechen Sie nicht daran, dass Sie es nicht schaffen, zu genügen in Ihren Augen. Jesus genügt. Er ist genug für uns. Er, der nie gesündigt hat, hat am Kreuz die Strafe auf sich genommen, die eigentlich uns treffen sollte. Jesus lässt uns ein, das Geschenk der Vergebung anzunehmen. Das wissen wir vielleicht schon und gleich vergisst man es manchmal. Jesus sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Am Tiefpunkt, wo der Jonah im Meer fast vertrunken ist, hat Gott ihm eine zweite Chance gegeben. Nach dem einschneidenden Erlebnis aus der Rettung, mit der Rettung aus Seenot durch einen Fisch, da hat der Jonah sich entschieden, den Auftrag von Gott doch noch auszuführen. Im dritten Akt geht er auf Ninive. Da ruft die Bevölkerung zur Umkehr auf. Und die kehrt tatsächlich um.
Der Jona hat Erfolg mit seiner Bußpredigt. Die Menschen dort bringen ihr Leben mit Gott ins Reine. Alles in bester Ordnung. Oder doch nicht? Leider nein. Im letzten Akt zeigt sich nämlich das wahre Drama der Geschichte. Es übersteigt das Problem vom fehlenden Durchhaltevermögen. Was der Jona da erlebt hat, hätte ihn eigentlich als Prophet in Freude versetzen müssen. Ja, aber der Jona vertraut seinem Gerechtigkeitssinn mehr als dem Handeln von Gott. Das Resultat ist, dass er hässig ist auf Gott und gegen ihn rebelliert. Was für eine Tragödie. Anstatt sich zu freuen, dass Gott statt nicht bestrafen muss, da wehrt sich sein Herz gegen Gottes Gnade. Es läuft noch immer in die falsche Richtung, weg von Gott. Das kleine Herz von Jona ist zu eng, zum Fassen, dass Gott mit allen Menschen möchte gnädig sein. Er selber ist ein aufrichtiger Mann, den Gott kennt. Er ist einer, der Gottes Gnade verdient hat, aber doch nicht die in Ninive. Die sind keine Juden gewesen. Die haben ja nicht einmal das Gebot von Gott eingehalten. Und zudem hat es zwischen den Assyrern, Ninive war die Hauptstadt von Assyrien, zwischen den Assyrern und Israel hat es immer wieder mal Konflikt gegeben. Wieso sollte Jona ausgerechnet den Leuten von Ninive Nachsicht wünschen? Menschlich betrachtet bin ich überzeugt, hat der Jona gute Argumente gehabt. Aber seine Herzenshaltung hat nicht gestimmt. Es ist wichtig, dass wir unsere Sorgen und Ängste ernst nehmen, gerade auch beim Thema Migration. Und ich persönlich bin überzeugt, dass wir auch verschiedene politische Meinungen haben können in diesem Thema, wenn wir es nur aus einer aufrichtigen Herzenshaltung haben. Es ist nicht das Thema, das es nur schwarz oder weiß gibt. Aber dort, wo wir Menschen verachten, dort flüchten wir vor Gottes Auftrag, vor der Nächstenliebe. Ebenso auch, wenn wir vor Fehlverhalten, wenn wir dort lieber schweigen, anstatt Probleme beim Namen zu nennen. Das ist auch eine Flucht. Auch Gläubigen kann das passieren. Gerade Gläubige sind herausgefordert, für Gottes Überraschungen offen zu bleiben. Wenn man seit Jahren gläubig ist, kann es schon passieren, dass man das Gefühl entwickelt, man weiß, was in Gottes Augen richtig ist. Der Gerechtigkeitssinn sagt einem, wem Gott gnädig soll sein oder wer eine Lektion nötig hat. Und es mag uns überraschen, dass Nichtchristen Begegnungen mit Jesus haben. Ausgerechnet Menschen, die noch nie in der Kirche waren, haben göttliche Träume und Visionen. Der Papst Franziskus hat in einer Messe mal gesagt, übersetzt auf Deutsch, um die Stimme Gottes im eigenen Leben vernehmen zu können, bedarf es eines Herzens, das für Überraschungen offen ist. Andernfalls besteht das Risiko, auf der Flucht vor Gott zu sein. Möglicherweise sogar begleitet von einer guten Ausrede. Und so kann es geschehen, dass gerade die Christen der Versuchung ausgesetzt sind, vor Gott zu fliehen, während es hingegen den ihm fernstehenden Menschen gelingt, ihn zu vernehmen. Gott schreibt Geschichte mit Menschen, die von ihrer Flucht umkehren zu Gott hin, die erkennen, dass sie die falsche Richtung gelaufen sind. Und das macht uns Mut, dass Gott mit uns Geschichte möchte schreiben. Nochmal zurück zum Jona. Der Jona hat einen höheren Preis gezahlt dafür, dass er vor Gott geflüchtet ist. Durch sein inneres Ausweichen vor Gott hat er gar nicht wahrgenommen, dass Gott ihm die ganze Zeit hat gnädig sein wollte. Er hat Gottes Frieden nicht gefunden. Am Schluss vom Buch, wo der Jona hässig ist auf Gott, weil er gnädig ist, da fragt Gott ihn, ob er dann mit Recht hässig ist. Auch das macht mir Hoffnung. Es macht mir Hoffnung, dass Gott den Jona trotz aller Rebellion nicht aufgegeben hat und immer noch liebevoll auf ihn eingeht.
Ja, selbst wenn ich von Gott wieder davon gelaufen bin, dann macht mir das Mut. Ich kann wieder zu Gott umkehren und in seine liebenden Arme fallen und sagen, es tut mir leid. Wir dürfen wissen, dass Gott uns nicht aufgibt. Gott fragt Jona also, ob er mit Recht hässig ist. Was der Jona dann antwortet, erfahren wir nicht mehr. Zumindest nicht im Buch Jona. Aber wir können erfahren, wie unsere eigene Geschichte an diesem Punkt weitergeht, wie wir darauf reagieren. Amen.
Gott ist gern gnädig. Es ist ein Gott, der gern tröstet. Jesus sagt, selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Diesen Zuspruch möchte man ganz speziell auch der Trauerfamilie Stadelmann und der Trauerfamilie Feldmann zusprechen. Am Freitag, am 19. Juni, haben wir Abschied genommen von der Corinne Martina Stadelmann, geboren am 8. November 1964, gestorben am 1. Juni von diesem Jahr. Gewohnt hat Corinne Martina Stadelmann am Kanalweg 5 in Langnau. Ebenfalls am Freitag, am 19. Juni, haben wir Abschied genommen von der Raimund Feldmann-Kohler, geboren am 6. Mai 1930, verstorben am 11. Juli von diesem Jahr. Raimund Feldmann-Kohler war wohnhaft im Dahlia Oberfeld. Wir wünschen der Trauerfamilie viel Kraft und göttlichen Trost. Was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit. Das Unsichtbare aber bleibt ewig bestehen. Wir wissen ja, wenn das irdische Zelt, in dem wir jetzt leben, nämlich unser Körper, abgebrochen wird, hat Gott eine andere Behausung für uns bereit. Ein Haus im Himmel, das nicht von Menschen gebaut ist und das in Ewigkeit bestehen bleibt. 2. Korinther 4, 18 bis 5, 1. Thank you.
Ich lade Sie, wenn Sie können, zum gemeinsamen Gebet aufzustehen. Es sind die Worte von Franz von Assisi. Elisabeth Jaun betet mit uns. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zu ewigem Leben. Sie dürfen wieder sitzen. Die Kollekte, die wir heute sammeln, ist für die Flüchtlingsarbeit vom HEX, der evangelischen Kirche in der Schweiz. Es setzt sich ein für Menschen, die ihre Heimat verlassen haben und noch jemand anderen Schutz suchen. Es unterstützt Hilfsprogramme für Flüchtlinge im Ausland und führt in der Schweiz Integrationsprojekte durch. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Jetzt darf ich Andrea noch mal führen, bitte. Merci vielmals, dass ich hier auch noch ganz kurz für die Jungschi Werbung machen darf. Und vielleicht dazu, vielleicht haben sich die einen oder anderen gefragt, warum wir überhaupt da sind. Die Jungschi Bärau ist eine Gruppe, die von der reformierten Landeskirche und vom evangelischen Gemeinschaftswerk zusammen organisiert, dreht und auch finanziell unterstützt wird. Und darum sind wir etwa so alle zwei Jahre, jetzt ist es ein bisschen länger gegangen, aber auch mal hier im Gottesdienst anzutreffen. Merci vielmals für eure Gastfreundschaft. Viel habe ich schon gesagt, wir bieten ein Programm an, alle 14 Tage während der Schulzeit, jeweils am Samstagnachmittag vom 2 bis 5 Uhr. Und ganz herzlich eingeladen zu unserem Programm sind Kinder ab der 1. Klasse bis, wir sind eigentlich offen bis 9. Klasse, wobei es nachher ab der Oberstufe auch Anschlussmöglichkeiten gibt oder auch die Möglichkeit gibt, zum Helfen mitleiten. Es ist ein kostenloses Programm. Was wir so machen, habt ihr vorhin schon gesehen auf den Fotos. Und wir werden jeweils so zusammen noch etwas zu vier essen. Also das gehört auch dazu. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, falls ihr irgendjemanden kennt, der denkt, das könnte für die Kinder vielleicht ein Thema sein, die würde es vielleicht gelust haben, reinzuschauen. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, unverbindlich reinzuschauen, ohne sich anzumelden. Das ist wirklich immer möglich. Wir werden jetzt nach den Sommerferien wieder starten im August. Und falls sich jemand interessiert, habe ich noch so kleine Zettel dabei. Das aktuelle Programm ist auch aufgrund von dieser außergewöhnlichen Situation noch nicht entstanden. Aber wir haben Termine, die haben wir für nach den Sommerferien. Und wir sind aktuell auch dran am Planen für ein Herbstlager. Da werden wir in ein Lagerhaus in Söderen, Honegg, gehen. Auf diesem Zettel wären einfach die nächsten Termine drauf und meine Telefonnummern, falls ihr irgendjemanden kennt oder sich irgendjemand da würde dafür interessieren.
Und sonst sage ich einfach, merci vielmals für euer Interesse. Merci. Da kann man gut auch Werbung machen. Ja, heute in einer Woche, am 28. Juni, wieder um 9:30 Uhr, da ist wieder Gottesdienst, da in der Kirche oder auch wieder online. Und es ist für mich ein spezieller Gottesdienst, weil es mein letzter da ist in Langnau. Und ja, es würde mich freuen, Sie wieder dürfen zu sehen. Dann möchte ich mich zum Schluss noch bedanken bei allen, die zu diesem Gottesdienst beigetragen haben. Das ist Andrea Eggima, Elena Liechti von der Jungschi Bärau, die Lektorin Elisabeth Jaun, das Quartett vom Kirchenchor, Elisabeth Tüscher, Frieda Uttiger, Christine Schär und Silvia Ammann, Renate Kiener an der Orgel und sie Christine Trout-Witter. Ja, jetzt bleibt mir nur noch Ihnen ganz einen schönen Sonntag zu wünschen, dass Sie dürfen gesendet sein mit der Gnade von unserem Herr Jesus Christus, der Liebe von Gott und der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über euch und gebe euch Frieden. Amen.